In diesem Video besprechen wir die 20 gängigsten Materialien zum Laserschneiden und oder Lasergravieren. Und das mache ich anhand einer Amazon-Bewertungsskala von 1 bis 5 Sternen. Ich erkläre gleich nochmal im Nachhinein warum. Und für die Materialien, die ich gleich vorstelle, die Laser, könnt ihr über die Videobeschreibung erwerben. Das heißt, das ist nur ein Produktlink, wo ihr auf Amazon kommt. Da könnt ihr die kaufen, die Dinger. Und das sind die, wo ich denke, dass diese Händler auf Amazon am vertrauenswürdigsten sind. Das ist nicht 100% Vertrauen, ne? Da habe ich ja schon oft Videos zu gemacht, aber das ist sowas, wo ich weiß, Vevor, die sind ziemlich zuverlässig, was solche Maschinen angeht, und die geben auch einen einigermaßen guten Support. Und um es vollständig zu machen, ich empfehle auch oft die Zauberlu Laser, da habe ich nur Gutes drüber gehört von Amazon, insbesondere die 60 und 80 Watt, dann von Morpha, und mein 50 Watt Laser, der blaue, ist von Furumune. Das sind die Links, die ich immer wieder update, alle 2-3 Wochen, weil ab und zu verschwinden die mal auf Amazon und dann muss ich wieder einen neuen Link reingucken. Also da sorge ich in allen Videos immer für. Das ist viel, viel Arbeit, aber das ist trotzdem sehr wichtig, dass ihr da immer die wichtigsten Links für habt. Das alles hier ist eine Nachbesprechung von einem Stream, der vor 2 Wochen stattgefunden hat. Warum erst 2 Wochen später? Das hat 2 Gründe. Der erste Grund: diejenigen, die im Stream dabei waren, haben es vor 2 Wochen gesehen, die haben es schon fast wieder vergessen und das ist so eine kleine Wiederholung. Und Punkt 2, ich habe mir vor 2 Wochen diesen Stream angeguckt und da sind so viele haklige Stellen einfach bei meinem Page zusammen mit meinem Pen drin, dass ich den nicht einfach zusammenschneiden kann als Zusammenfassung. Das waren über 90 Minuten, wo ich dachte, ich muss jetzt eigentlich das ganze Video nochmal neu machen. Und das ist dann doppelte Arbeit, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe. Weil ich habe das ja alles gemacht. Ich habe über 90 Minuten mit all den Leuten im Stream halt geredet und wir haben über Materialien geredet, interaktiv. Das war alles cool, ich habe mich super gefreut. Ja, trotzdem habe ich es euch versprochen und deswegen mache ich es jetzt hier. Also Ehrenbruder, Ehrenbruder. Wenn ihr jetzt mit mir durch das Video geht und wir die verschiedenen Materialien besprechen und ihr habt Materialien im Kopf, deren Erfahrung ihr mit mir teilen möchtet, das könnt ihr in die Kommentare posten. Wenn ihr von mir eine Meinung über ein Material oder einen Werkstoff hören möchtet, könnt ihr das auch in die Kommentare posten. Wenn genug Materialien zusammenkommen, bin ich gerne bereit, nochmal ein zweites Video zu machen. Dann wahrscheinlich erst nur auf YouTube, weil das hier mit dem Stream nicht so gut klappt, habe ich ja gerade erzählt. Danke in die Kommentare ist auch super, oder eine Bewertung und ein kostenloses Abonnement dalassen. Es sind nämlich nur irgendwie 20-25% derjenigen, die diese Videos gucken, die den Kanal abonniert haben. Ich kann euch hier mal meine YouTube-Statistik einblenden, da seht ihr das. Also es ist nicht ganz ohne. Da gibt es viele, viele Leute, die zuschauen und kein Abo dalassen. Ey, ich mache das alles umsonst für euch. Okay, die Werbung müsst ihr gucken. Und zwar eine Anmerkung zu den genauen Laserparametern. Was ihr in dem Video jetzt nicht erwartet, ist, dass ich euch Materialien vorstelle und euch genaue Parameter, Geschwindigkeitsparameter oder Laserparameter, also Maschinenparameter, vorgebe. Warum ist das so? Naja, es gibt eine relativ große Vielfalt an Lasern. 40, 50, 60, 80, 100, sogar 130 und 150 Watt auf der einen Seite. Und dann gibt es halt auf der anderen Seite auch noch, selbst wenn wir uns alle auf einen Laser einigen würden, auf 50 Watt Laser, und ich gebe dafür die Maschinenparameter raus, dann kann das nur nach hinten losgehen, weil wenn die Laserröhre neu bei dir zu Hause ankommt, dann hat die eine höhere Leistung durch diffusionsbedingte Alterungsprozesse, strangees Wort, aber das heißt, das Gas in der Röhre über einen längeren Zeitraum diffundiert das und die Laserleistung wird geringer. Auf dieser Grundlage heißt das, wenn du einen Laser ein Jahr hast oder ein halbes Jahr oder halt ihn gerade neu hast, auch da immer wiederum verschiedene Parameter angesetzt werden. Das heißt, du musst über den Zeitraum, sagen wir mal, du schneidest Holz immer mit 15 mm in einer Sekunde bei 80% oder 70% Laserleistung, dann musst du nach einem halben Jahr mit der Maschinengeschwindigkeit ein bisschen runtergehen, weil du irgendwann mal merkst, dass du mit dem Laser nicht mehr mit einem Durchgang durch das Holz kommst. Das liegt daran, dass die Laserröhre an Leistung verliert. Also zusammengefasst haben wir auf der einen Seite verschiedene Laser, auf der anderen Seite verschiedene Laserleistungen. Und dann gibt es noch solche Sachen wie die Spiegel können dreckig sein, der Fokus kann nicht richtig ausgerichtet sein, die Linse kann dreckig sein, sind die Spiegel gut ausgerichtet. Das alles sind zu viele Parameter, deswegen gibt es von mir diese Empfehlung per Amazon-Sterne. Erstes Material, Stempelgummi. Da habe ich eine Anmerkung gemacht, Staubentwicklung. Die Staubentwicklung bei Stempelgummi ist extrem hoch. Ihr braucht eine gute Absaugung. Ansonsten lässt sich Stempelgummi extrem gut schneiden und extrem gut gravieren. Das habe ich auch schon hier vorgeführt anhand eines Videos über die Stempel, die ich gemacht habe. Vielleicht habt ihr das schon gesehen auf dem Kanal. Link zum Stempelgummi und zu dem Video sind in der Beschreibung.
Und auch alle Materialien, die ich jetzt vorstelle, wenn ich sie denn über Amazon erwerbe, habe ich sie in der Videobeschreibung, also einfach mal reinschauen. Leder zum Beispiel habe ich einen lokalen Händler für und alle Videos, die ich gleich erwähne, sind auch in der Videobeschreibung. Also das ist so ein Ort, wo ich alles sammle für euch, wo ihr dann halt einfach mal durchgucken könnt, okay? Nach Stempelgummi, SM alphabetisch, kommt das Moosgummi. Schneiden 5 Sterne, gravieren 3 Sterne, meine subjektive Bewertung, dass es sich sehr gut schneiden lässt. Moosgummi, da verstehe ich drunter das, was ihr findet im Baumarkt, wo man so gerne als Kind, wenn man da mit seinen Eltern ist, so reindrückt und so Finger reindrückt. Und gravieren 3 Sterne steht für okay. Das heißt, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Subjektiv würde ich aber trotzdem sagen, dass es zum Gravieren, also für die Lasergravur, viele besser geeignete Materialien gibt. Wenn es nicht unbedingt jetzt auf Moosgummi sein soll, dann sollte man das auch nicht wählen. Leder, und da rede ich insbesondere über Naturleder und kein Kunstleder, weil dort immer die Gefahr dieser PVC-Schicht besteht. Das habe ich öfter in Videos schon gesagt. Vinylchlorid, wenn man das lasert, entstehen giftige Gase, atmet man die ein, vergiftet man sich, das ist sehr gefährlich und deswegen schließe ich Kunstleder immer von vornherein aus, außer der Händler sagt euch explizit, ey, da ist kein PVC als Schicht drauf, das ist so eine Schutzschicht immer. Ich nutze nur normales Naturleder, also Schwein oder Rind. Leute, die länger dabei sind, kennen mein Ledervideo bestimmt. Auch das gibt es in der Videobeschreibung. Ich will jetzt hier nicht zu viel Promo machen und jedes Mal sagen, wenn ich ein Video gemacht habe, darüber, dass es in der Videobeschreibung ist. Die Anmerkung, die ich persönlich dafür noch machen muss, ist, dass verschiedene Ledersorten verschiedene Parameter brauchen. Die Streuung ist da hoch. Es ist aber nicht so, dass ihr auf einmal mit der doppelten Laserleistung lasern müsst. Trotzdem sei euch das gesagt. Ihr könnt nicht davon ausgehen, wenn ihr einmal die guten Parameter gefunden habt mit dem Leder, dass das beim nächsten Mal auch so ist. Sondern ein anderes Leder bedeutet wieder andere Parameter. Das heißt, wir fangen wieder von vorne an. Wie das alles geht und wie ich dieses finde, das werde ich jetzt hier nicht erklären. Dafür gibt es auch ein Video und das ist das Jeans-Video, wie ich Parameter finde. So, ich werde ein Tempo jetzt ein bisschen anziehen, sonst wird das zu lang. Polycarbonat, schneiden 2 Sterne. Es gibt bessere Materialien, die man schneiden kann und gravieren. Ist auch okay. Also wenn man was in Polycarbonat konstruiert und man muss es schneiden, kann man das machen. Es klappt aber minder gut. Und wenn man das dann auch noch gravieren muss, weil man irgendwie ein Logo reinbringt oder so, geht das. Trotzdem würde ich, wenn man nicht unbedingt auf PC angewiesen ist, das ist die Kurzform, zu anderen Materialien raten. Beim Glas-Fensterglas geht es nur um die Gravur. Schneiden ist damit nicht möglich. Ich habe es im Livestream auch schon gesagt, ich habe es mal probiert, so ein paar Experimente, dass ich versuche, mit dem Laser das Glas anzuritzen und dann zu brechen, wie man das so mit so einem Laser, mit so einem Glasschneider macht. Das hat nicht so gut geklappt. Es hat schon geklappt, aber nicht so, dass ich gedacht habe, boah, das ist so geil, da mache ich jetzt mal ein Video drüber. Gravieren, es ist nicht das beste Material mit dem Laser zum Gravieren, es ist schwieriger, deswegen gibt es nur 4 Sterne. Es gibt einzelne Tipps, ich habe auch wiederum ein Video, was ich verlinke, zum Glas natürlich. Es sind in den letzten paar Jahren ja ein paar Videos zusammengekommen. Da habe ich ein paar sehr sinnvolle Tipps aus der Community, aus den Kommentaren bekommen. Und da ging es unter anderem darum, dass das Glas vorher mit nicht brennbaren Spülmittel eingeschmiert werden kann. Kurzer Einwand, normalerweise brennt Spülmittel nicht. Aber das auch nur aufgrund des hohen Wasseranteils. Nimmt ihr den hohen Wasseranteil weg, zum Beispiel durch Verdampfen, handelt es sich nur noch um Chemikalien, die durchaus brennen können. Das soll gute Ergebnisse geben. Und dass man ein feuchtes Ceva auf das Glas legt, über das Ceva graviert und dann das Ceva praktisch nachher abzieht. Und deswegen würde ich immer die Option mit dem feuchten Ceva bevorzugen, um auf Nummer sicher zu gehen. Acrylglas, also halt im Volksmund Plexiglas, ist so eins der letzten großen Materialien des Laserns, des Laserschneidens und auch des Lasergravierens, die kein Video auf diesem Kanal besitzen. Wollte ich schon oft machen. Ich weiß aber, ich habe auch schon selber Erfahrungen damit gesammelt, dass Acrylglas zum Schneiden und Gravieren, es gibt da wirklich lasergeeignetes Acrylglas, dass sich das sehr gut eignet. Ich habe noch dabei geschrieben, dass mit dem Acrylglas, das ist eine schöne Eigenschaft, da sind mehrere Durchgänge möglich. Beim Sperrholz zum Beispiel ist das nicht der Fall. Wenn man dort mehrmals in die gleiche lasergeschnittene Kerbe reinlasert, verbrennen die Seiten immer mehr. Da es beim Acrylglas einen sehr schönen Schnitt gibt, kann man mehrere Durchgänge fahren. Was wichtig ist, ist ein Tipp von mir, ihr braucht was zum Unterlegen. Ich nehme immer genormte Muttern, die lege ich immer unter und dann lege ich das Acrylglas auf die Arbeitsfläche. Denn wenn ihr das Acrylglas direkt auf die Arbeitsfläche legt und ihr schneidet das, dann schneidet ihr da durch. Dieses Acrylglas schmilzt temporär, also lokal, fließt zwischen Arbeitsplatte und eurem Acrylglas, was ihr ausschneidet, und backt dort fest, wenn es wieder aushärtet. Nicht cool.
Kork, verkohlt leicht und stinkt. Es ist trotzdem zum Gravieren extrem gut geeignet, da es halt durch dieses Verkohlen eine sehr schwarze, dunkle Gravur erzeugt, die sehr schön aussieht auf dem braunen Kork. Und schneiden lässt es sich auch gut, man muss aufpassen, dass es relativ schnell halt auch anfängt zu brennen. Ich lasse dabei den Kompressor immer aus, weil ich, wenn es dann einmal anfängt zu brennen, dem Feuer keinen Sauerstoff zuführen möchte. Kraftplex, das Holzblech, mit dem habe ich keine Erfahrung. Dazu habe ich nur Erfahrungsberichte gelesen. Auf der Grundlage beruht diese Bewertung jetzt. Es gibt leichte Schmauchspuren, es sind aber sehr feine Strukturen möglich. Trotzdem würde ich sagen, anhand der Berichte, die ich gelesen habe, Schneiden und Gravieren ist sehr gut möglich. Polystyrol, PS, kennt ihr bestimmt als Bastlerglas aus dem Baumarkt. Und da würde ich sagen, jeder, der einen Laser hat und im Baumarkt dieses Kunststoff sieht, oder man fährt als Erster im Baumarkt und sucht was zum Lasern und dann findet man das Bastlerglas und denkt sich, ey cool, das kann ich lasern. Lass die Finger davon. Also Bastlerglas, Schneiden und Gravieren ist einfach nur Scheiße. Es klappt nicht. Es ist nicht dafür geeignet. Gibt trotzdem hier einen Stern mehr fürs Gravieren. Schneiden ist absolut Horror. Gravieren geht noch so gerade, aber auch nicht okay. So, also, aber es ist trotzdem immer noch ein bisschen besser, als es pur zu schneiden. Ich habe mal versucht, Kevlar, also Aramid, zu schneiden. Alles, was ich damit erreicht habe, war ein sehr unsauberer Schnitt. Ich habe es nicht graviert, sondern ich habe es nur geschnitten. Deswegen gibt es ja auch meine Erfahrung nur im Bereich Schneiden. Und da würde ich sagen, weniger gut als okay. Also zwei Sterne. Eloxiertes Aluminium eignet sich sehr, sehr gut zum Gravieren. Und zwar, hier gibt es meinen Tipp, der ist, dass sehr gute Gravuren bei dunklen Farben möglich sind. Und damit meine ich sowas wie dunkelrot, rot, blau. Ich habe es persönlich auch schon mit Trinkflaschen gemacht. Also es gibt dann, ihr könnt im Handel diese eloxierten, aus eloxiertem Aluminium beschichteten Trinkflaschen kaufen. Und wie man die Rundgravureinheit dafür installiert, dafür gibt es natürlich auch wiederum ein Video hier. Gravieren klappt super. Nehmt dunklere Farben, sieht sehr schön aus. Aluminium kann man nicht schneiden, Metalle, alles was im Periodensystem als Metalle ausgezeichnet ist, kann man nicht schneiden. Da gibt es hunderte von Fragen auf diesem Kanal, die beantworte ich immer wieder mit Nein. Der physikalische Prozess, Licht zu bündeln in Wärme und damit Metall abzutragen mit 50 Watt Wärmeleistung ist nicht möglich. Und auch Metallgravieren klappt nicht, dafür gibt es Hilfsmittel, das sind graphithaltige Schmierpasten, die man auf das Metall drauf schmiert und dann graviert man über diese Schmierpaste drüber und dann brennt sich das Graphit in das Metall rein und das hat einen Gravureffekt. Das sieht aus wie eine Gravur, aber es ist gefaked. Das heißt nicht, dass man mit dem Laser ins Metall reingravieren kann, nur weil ihr es schon mal gesehen habt. Das ist dann meistens so hergestellt, also in allen Fällen. Denn der Laser hat nicht genug Leistung, in ein Metall reinzugravieren. Zu den verschiedenen Sperrholzarten. Ich würde sagen, grundsätzlich zum Lasern eignen sich drei relativ gut. Pappel, Birke und Buche. Fangen wir mit Pappel an. Pappel sieht so aus, dass es sehr leicht verkohlt, aber es ist bis 8 mm gut schneidbar. Denkt dran, dass hier mehrere Durchgänge nicht gut sind. Aber bei einem Durchgang muss ich 5 Sterne geben und auch beim Gravieren gebe ich 4 Sterne. Warum gravieren nur 4 Sterne? Es gibt durchaus Materialien, die sich besser eignen, weil ich ein Fan von hohen Kontrastverhältnissen beim Gravieren bin. Das heißt, wenn ein Material, und das ist beim Sperrholz-Pappel meistens so, dann sieht die Gravur sieht meistens so, guckt euch mal das Video zum Kartenspiel an, die Gravur sieht meistens nicht so schön schwarz aus, sondern eher so braun. Und ich mag es, wenn es schwarz ist und es gibt ein hohes Kontrastverhältnis, dann sieht es nach einer qualitativ hochwertigen, schönen Gravur aus. Das passiert bei Pappel meistens nicht. Sperrholz-Birke, das gleiche wie bei Sperrholz-Pappel, Rauchentwicklung, gut schneidbar bis 8 mm, schneiden 5 Sterne und gravieren 4 Sterne, die gleiche Bewertung wie beim Pappel vorher. Beim Sperrholzbuche muss ich aber sagen, dass es sich ein bisschen schwerer schneiden lässt, deswegen gibt es einen Sternabzug. Das liegt einfach daran, dass die Dichte des Holzes höher ist. Hier habe ich mal eine Liste, die habe ich auch im Stream gezeigt, wo man sieht, dass die verschiedenen Sperrholzarten, also Pappel, Buche, Birke, verschiedene Holzdichten haben. Und weil diese Holzdichte halt zu hoch ist, ist es auch nur gut schneidbar bis 6 mm. Die Rauchentwicklung ist trotzdem da. Aber die Gravur sieht sehr schön aus bei Buche und das ist mein bevorzugtes Sperrholz-Gravurmittel. Also wenn ich ein schönes Geschenk irgendwo mache, dann oder ein Brettchen, Holzbrettchen, dann achte ich darauf, dass es Buche ist und in Buche sieht eine Gravur einfach schön aus.
Die mitteldichte Faserplatte, Faserplatte nochmal in Klammern, warum auch immer ich Idiot das dabei geschrieben habe, lässt sich gut schneiden bis 6 mm. Es entstehen auch Schmauchspuren, aber die Verfügbarkeit ist halt das Geile. Ne? Man kann halt immer im Baumarkt fahren und kriegt halt MDF oder HDF-Platten. Schneiden, gravieren, eignet sich gut. Ist auch eins meiner bevorzugten Materialien und gehört sicher mit Leder, Acrylglas und den Sperrholzarten zu denjenigen Materialien, die man eigentlich immer da hat. Und ich rede ja darüber, dass ich halt, dadurch, dass ich alle Makerspaces auf der ganzen Welt besucht habe, dass ich weiß, dass egal wo ich reinrenne und egal wo ein Laser steht, ich komme dahin und da steht MDF rum und da steht HDL, da stehen Faserplatten rum und da steht Sperrholz rum. Und weil das halt einfach überall auf der ganzen Welt, in der Karibik, überall, wo ich Makerspaces gefunden habe, in Ägypten, in Indien, überall stehen halt Laser rum mit Faserplatten und Sperrholz. Und eine Sache möchte ich euch nicht vorenthalten, und zwar von meinem längsten Patron, den Silvio. Der hat mich darauf hingewiesen, dass weiß beschichtetes MDF auch sehr gut ausgelasert aussieht, also gelasert. Und das wollte ich euch hier mal zeigen. Grüße und vielen Dank. Genau, die hochdichte Faserplatte, weil sie hochdicht ist, danach lässt sich gut schneiden bis 4 mm. Das sind so meine Erfahrungen. Ich weiß nicht, wenn jemand einen 100 Watt Laser hat, kann er die bestimmt auch bis 6 mm gut schneiden. Ich wollte das eigentlich verhindern, da zu sagen, was genau Phase ist, aber also das ist, ich kann nicht mehr als meine subjektiven Erfahrungen halt hier teilen, und bis 4 mm lässt sich die bei mir immer gut schneiden. 40 bis 50 Watt Laser, starke Schmauchspuren und sehr starke Rauchentwicklung, für eine gute Absaugung muss man sorgen. Allein deswegen gibt es einen Sternabzug, gravieren sieht auch top aus. Wenn ich es mit Buche vergleiche, was meine Lieblingsgravur ist, müsste ich vielleicht nur 4 Sterne geben, aber wo kommen wir denn da hin? Wenn ich jetzt alles in Relation setze, dann beim Karton habe ich dabei geschrieben, dass es qualitätsabhängig große Unterschiede gibt. Mein Lieblingskarton ist, ihr kennt mich als Amazon-Kind, natürlich auch der Amazon-Verpackungskarton, einlagig, also einmal Papier, dann so eine Welle da drin und auf der anderen Seite nochmal Papier, lässt sich super gut schneiden und da kann man auch ein paar coole Sachen mitmachen. Aber es gibt verschiedenlagige Kartonarten, die sich genauso wie beim Leder immer unterschiedlich schneiden lassen. Das liegt dann an der spezifischen Dichte oder spezifischen Gewicht des Kartons. Das ist so wie beim Papier, ob das jetzt 250 Gramm auf dem Quadratmeter hat oder 400 oder 300, da muss man dann andere Parameter wählen. Und man muss ziemlich präzise einstellen, weil Karton extrem schnell anfängt zu fackeln. Also nicht verkohlen, ja, es ist eine Art von Verkohlen. Also es fängt so an, einmal ganz kurz aufzufackeln, und dann zieht sich so eine Glut, und da, wo man eigentlich gelasert hat und was man eigentlich auslasern möchte, das fängt dann an zu verkohlen. Aber auch nur dadurch, dass halt einfach auch Sauerstoff da ist, und am Ende hat man dann irgendwie was ausgelasert, irgendein schönes Bild, und die Hälfte des Bilds ist einfach schwarz, weil es halt verkohlt ist. Ja. Und mit Wasser kann man auch nicht arbeiten, weil es sich um Karton handelt. Ein sehr schwieriges Material, aber wenn man es drauf hat, wenn man weiß, wie man damit arbeiten muss, kann man sehr gute und schöne Ergebnisse machen. Styropor, ihr könnt es gerne gravieren, es ist weiß, ich habe Gravieren nicht mit reingenommen, weil ich es noch nicht gemacht habe, und ihr könnt dann eure Erfahrungen in den Kommentaren teilen. Bis 20 mm ist es gut schneidbar in einem Durchgang, deswegen gibt es 4 Sterne, also es gibt bessere, wie das Acrylglas zum Beispiel, aber trotzdem muss ich sagen, dass 20 mm in einem Durchgang so das Maximum darstellt. Ich arbeite immer mit diesen Karton-Einlagen. Wenn irgendwo mal ein großes Gerät kommt, dann sind da meistens so kleine Schichten von Styropor als Transportschutz, die laser ich immer. Bis 20 mm ist das super. Sobald es dicker wird, hat man Probleme, weil man dann die Laserleistung hochstellen muss bei der gleichen Geschwindigkeit, und dann fängt es an, dass es oben irgendwie so verschmilzt, das Material. Naja, also 20 mm ist gut. Und bei Hartschaum das gleiche, es gibt einen guten sauberen Schnitt bis 10 mm. Ich habe es nicht graviert, aber es gibt trotzdem von mir 4 Sterne für den Schnitt. Der sieht gut aus. Kaptonfolie ist in der Liste, weil es sehr relevant ist für Leute, die selbst Platinen entwickeln. Da hat man meistens eine Eagle File bedeutet, das ist das Format, das man wegschickt, und dann kriegt man die selbst entwickelte Platine dann zurück. Und das ist dann meistens eine 2- oder 3-lagige Platine, und dann muss man die selbst bestücken. Und dazu muss man Bauteile löten. Und mit dieser Kaptonfolie, die man auf dem Laser ausschneiden kann, kann man diese Schablone praktisch auf die Platine kleben. Dann kann man die Lötpaste auftragen und die ultrakleinen SMD-Bauteile dann auf die Platine löten und später die Folie abziehen oder vorher, je nachdem wie ihr es möchtet. Schneiden ist okay, aber für diesen Einsatz perfekt, also... Wäre vielleicht auch mal ein schönes Video.
So, Video ist eh schon zu lang, das war's. Reinhauen!